Guten Abend, willkommen zum Arte Journal. Und das sind unsere Themen. Corona-Hotspot Paris. Bars und Cafés müssen schließen. Es gilt die maximale Alarmstufe. Versuchter Mord. Der Angriff auf einen jüdischen Studenten in Hamburg geschah vermutlich aus Judenhass. Und Medizin-Nobelpreis für 3 Virologen. Ausgezeichnet wurden 2 US-Amerikaner und ein Brite. Die Corona-Infektionszahlen im Großraum Paris klingen alarmierend. Jeden Tag 3.500 neue Fälle. Das sind mehr als in ganz Deutschland. Die Regierung rief für die Region daher die maximale Alarmstufe aus und ordnete an, Cafés und Bars müssen ab morgen für 2 Wochen schließen, Restaurants dürfen aber offen bleiben. Das leuchtet nicht jedem ein, Alexi Fricker berichtet. Auch Italien will die Anti-Corona-Maßnahmen verschärfen. Die Regierung plant, Medienberichten zufolge, eine Maskenpflicht auch im Freien, und zwar im ganzen Land. Schon ab Mittwoch könnte die geplante Regelung gelten. Die Corona-Infektionszahlen waren in den vergangenen Wochen deutlich angestiegen. Die Tat hat in Deutschland für Entsetzen gesorgt. Ein jüdischer Student wurde gestern vor einer Synagoge in Hamburg attackiert und schwer am Kopf verletzt. Die Ermittler werteten dies als versuchten Mord, vermutlich aus Judenhass. Erst vor einem Jahr hatte der Angriff auf die jüdische Gemeinde in Halle das Land erschüttert, Robert Handrak berichtet. Schon seit fast 10 Jahren herrschen in Libyen Krieg und Chaos. Doch es gibt zumindest eine kleine Chance, dass sich das ändert. Nach dem Berliner Libyen-Gipfel im Januar kamen die Teilnehmerstaaten jetzt zu einer Nachfolgekonferenz zusammen per Videoschalte. 16 Staaten und internationale Organisationen zogen Bilanz, etwa zur Verpflichtung, das bestehende Waffenembargo zu respektieren. Die beiden libyschen Konfliktparteien waren bei der Konferenz nicht anwesend. Annika Will berichtet. Das Endlos-Thema Brexit bereitete weiterhin Kopfzerbrechen. Noch immer fehlt ein Post-Brexit-Abkommen zwischen der EU und Großbritannien. Das Thema beim Treffen von... ein Streitpunkt bei den Verhandlungen. Was soll bei einem Vertragsbruch geschehen? Dass so etwas durchaus passieren kann, führte der britische Premierminister Boris Johnson gerade vor. Er brachte vor 6 Tagen ein Gesetz durchs Unterhaus, das den Austrittsvertrag mit der EU verletzt. Ist das alles nur Taktik? Frederik Singerau und Mathilde Bonacieux haben den Kurs von Boris Johnson unter die Lupe genommen. Freuen können sich die Briten aber zumindest darüber, dass ihr Landsmann Michael Horton mit dem Medizin-Nobelpreis ausgezeichnet wurde, gemeinsam mit den 2 US-Forschern Harvey Alter und Charles Rice. Die 3 Virologen erhielten die Auszeichnung für die Entdeckung des Hepatitis-C-Virus. Es verursacht Leberzirrhose und Leberkrebs. Millionen Menschen verdanken den Wissenschaftlern ihr Leben. David Arnold berichtet. Wenn Kinder oder Jugendliche sexuell missbraucht werden, tragen sie an dieser traumatischen Erfahrung oft ein ganzes Leben. Umso erschreckender, wenn dieser Missbrauch innerhalb der Kirche stattfindet. Es gebe bei den deutschen Bischöfen Fortschritte bei der Aufarbeitung, urteilte der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung vor einer guten Woche. Auch in Frankreich geht es voran. Eine Expertenkommission hat ein gutes Jahr lang Opfer im ganzen Land getroffen. Heute geht die Befragung der Zeugen zu Ende. Christian Rudeau und Gregory Hopf haben mit Missbrauchsopfern in Dijon gesprochen. In Frankreich und den USA ist die Geschichte von Helen Keller sehr bekannt. Ein blindes, taubstummes Mädchen, geboren Ende des 19. Jahrhunderts. Chancenlos, denken die meisten. Trotzdem lernt sie zu kommunizieren, zu lesen und zu schreiben. Diese Geschichte erzählt die französische Autorin Angélique Villeneuve in ihrem Buch La Belle Lumière. Es ist gerade in Frankreich erschienen. Erhard Feist und Frédéric Ballon stellen es vor. Das war's von uns für den Moment. Jetzt gleich im Anschluss nehmen wir Sie mit an einen der gefährlichsten Orte Europas, nämlich Neapels schlimmste Stadtviertel, dominiert von der Mafia, Drogenhandel und Bausünden. Wir sehen uns morgen wieder. Ihnen noch einen schönen Abend. Bis dann. Tschüss.